Ganz ehrlich, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mit diesem Video so recht anfangen soll. Dieses Video ist für all die, die gerne träumen. Oder auch zaudern. Nee. Dieses Video ist für alle, die an Freundschaft glauben. Nee. Hallo, wir sind Melinda und David. Zwei Baristas auf Reisen. Haben wir schon zu oft gesagt, ne? Erst sollte es ein emotionales Video werden, weil wir Abschied nehmen mussten und auch nicht wissen, wann wir unsere Freunde wiedersehen werden. Aber bis Deutschland schicken wir nicht, Leute. Aber so bin ich nicht. Trauer und Melancholie halten sich nicht so lange in mir und ich blicke halt dafür einfach viel zu schnell wieder nach vorne. Dann wollte ich ein fröhliches Video machen. Hallo. Ich hätte gerne einen Kaffee und das war's. Läuft. Volle Konzentration. Aber auch das wäre einfach irgendwie nur eine Zusammenfassung der Videos der letzten Monate gewesen. Ja. Und jetzt sitze ich hier und schreibe diese Zeilen und frage mich, was will ich mit dem Video eigentlich sagen? Ich habe jetzt schon einige YouTube-Videos gemacht, aber dieses hier macht mir besonders viel Mühe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es mir sehr schwer fällt, das, was wir wirklich erlebt haben, in Worte und bewegten Bildern darzustellen. Denn in den meisten wunderschönen Momenten, die flüchtig waren, war die Kamera einfach aus. Wir haben 135 Tage mit so lieben Menschen verbracht und waren davon einfach nur 3 Tage ganz alleine. Wir waren ein fahrender Zirkus, eine Kommune, eine kleine Gemeinschaft und es war schöner, als wir es uns hätten jemals vorstellen können. Genau vor einem Jahr waren Melli und ich noch in unserer alten Wohnung in Mannheim und haben genau davon geträumt. Und wir haben alles dafür getan, um ein zweites Mal in unseren Van ziehen zu können. Und verkauft werden muss, oh, der Sessel. Da ist noch der Sessel. Der Sessel, Huch. Die Couch. Wohin gehe ich denn? Nee, die Pflanze ist da nicht mehr ganz so fit da oben, ne? Aber wie fühlt sich das für dich jetzt an? Ich freue mich, das alles loszuwerden. Ja, ich liebe es einfach gerade minimalistisch zu leben in unserem Van. Wir haben alles, was wir brauchen. Das hier ist schon einfach viel zu groß, viel zu viel. So, wir haben jetzt ein paar Sachen hier zur Spende gebracht. Und ja, voll cool. Freuen wir uns, dass unsere Sachen neue Besitzer kriegen. Wir haben uns auch gefragt, ist das okay, von 70 auf 8 Quadratmeter zu gehen? Reicht uns der Platz? Gehen wir uns manchmal nicht auf die Nerven? Ist das okay, so weit weg zu sein von Freunden und Familien? Ist das in Ordnung, in Tüten zu kacken? Ist das nicht ein bisschen komisch? Ganz, ganz viele Fragen, die wir uns gestellt haben. Und ja, wir können einfach nur sagen, der Platz reicht aus. Wir saßen schon sehr oft zu 8 hier drin, haben hier gegessen. Ja, wir gehen uns manchmal auf die Nerven, aber das ist nicht schlimm. Wir vertragen uns auch wieder. Wir haben Kontakt zu unseren alten Freunden und haben neue Freundschaften schließen können. Und nein, es ist nicht komisch, in Tüten zu kacken. Irgendwie finden wir das voll okay. Und mittlerweile finden wir das komisch, auf einer normalen Toilette so viel Trinkwasser zu verschwenden. Naja, anderes Thema. Die letzten Monate gehören auf jeden Fall zu den schönsten in meinem gesamten Leben. Und die letzte Woche auf Fuerteventura hatte es nochmal richtig in sich. Zum Ende hin wurden wir nämlich alle nochmal von Luna tätowiert. Und bist du aufgeregt? Nö, freue mich richtig. Da an einen Termin zu kommen, da muss man schon richtig viel Glück haben. Luna ist nämlich eine sehr beliebte und sehr ausgebuchte Tattoo-Artist, Designerin, die ja sehr, sehr wenige Termine im Monat bzw. im Jahr hat, weil sie halt auch eigentlich nicht in Deutschland ist. Und sobald sie da mal ist, sind die Termine ausgebucht. Wir hatten Glück und Luna hat all ihr Equipment dabei gehabt und das ganze Camp wurde von Luna tätowiert.
jetzt kriege ich einen Cookie. Und zwar hat meine Mama mal gesagt, als sie gesehen hat, dass ich mir die Chemex da tätowieren lassen, dass da noch ein angebissenes Stück Kuchen fehlt. Und habe ich mir gedacht, recht hatte sie, ne? Da hat sie recht gehabt. Und außerdem war die Zeit mit Luna und Robin so zum Anknabbern, da habe ich gedacht, dann machen wir uns doch mal ran und tätowieren mir hier einen Cookie, einen angeknabberten Cookie. Cool. Wo kriegst du da Schmerztabletten, Tim? Ne. Ich hab gehört, dir geht's nicht so gut. Doch, mir geht's gut. Ich spüre nur Tims Aufregung. Bei Max Antan Forever. Schmerzskala bei dir, 1 bis 10? 0. Aber eben ist er noch gerade noch heimlich. Eben ist er noch Medikamenten umgekippt. Eben ist er noch umgekippt. Ja, Tom kam auch gerade eben rüber und hat gesagt, Tim leidet richtig. Das sieht ja aus wie ein ganz entspanntes Tattoo-Studio. Auf jeden. Das ist das gemütlichste Tattoo-Studio der Welt. Und du kannst so die nächsten Stunden jetzt... Ich kann hier chillen, ja. Sollen wir dir noch ein iPad rüberbringen, Serie gucken? Ja, ich habe hier mein Handy irgendwo hingelegt, ich weiß gar nicht wo. Jetzt kannst du mal suchen. Ja, dann suche ich. Ah, ich habe es hier in meinem Schoß. Ja, das ist doch perfekt. Ja, hier. Und das ist der Fisch, ne? That's the fish. How much is the fish? Mit einem Hut und einem Schnurrbart. Da wären wir wieder bei Scooter. Oh ja, Scooter war ja hier auf der Insel, falls das die Leute nicht wissen. Falls die Leute das nicht wissen, es lohnt sich das Video, glaube ich, anzuschauen. Glaube auch. Ja, was kann ich denn das? Was machen Sie hier? Ich bin ein kleiner Spanner, der hier zuschaut. Das sieht aber sehr gut aus. Obwohl ich nichts sehe. Und Luca? Tut dir das weh? Geht voll. Eine ganz dünne Nadel. Habe ich deine Träne gerade gesehen? Mhm. Es tut nicht weh. Und warum Luca so aussieht, das seht ihr gleich. Während Luna uns alle tätowiert hat, hat sich Robin um den Verkauf von Dojo gekümmert. So Luna, und wie fühlst du dich? Ja. Jetzt nach der ganz großen Tattoo-Session. Getane Arbeit, ne? Alles erledigt? Alles erledigt. Bist du zufrieden? Ja, voll. Lief das so gut wie erwartet? Ja. Ich hatte viele verschiedene Locations für die Tattoos. Gefühlt in jedem Van einmal. Und jetzt bin ich aber auch fertig. Beide fliegen nämlich bald nach Asien und tauschen das Leben im Van gegen das Leben als Backpacker ein. Beide haben bis zum Schluss heftig gebangt, ob sie ihren Van hier auf Fuerteventura noch verkauft bekommen. Fast am allerletzten Tag fand sich aber noch ein Käufer für Dojo. Und wir haben eine sehr lustige Runde Dojo-Bingo gespielt. Was tut ihr nur mit mir? Bei der jeder etwas gewonnen hat. Und Dojo so mit uns noch ein bisschen weiter rein. Alle dürfen! Also es gibt noch einen Hut. Ja, spielen wir gleich nochmal. Wollt ihr noch was? Ja. Luna, was mit dem Korb? Ja, da bin ich mir eigentlich noch nicht ganz so sicher, weil ich einen Korb davon mit nach Hause nehme. Aber willst du den für Carla? Habe ich überlegt, aber ja. Ja, komm. Ein Korb zum ersten, ein Korb zum zweiten. Einspruch. Verkauf! Luna, was ist denn mit dem Kartoffelstampfer? Kartoffelstampfer zum ersten. Kartoffelstampfer! Dann werden einfach alles aufteilen, so wer noch was braucht. Hat jemand sowas nicht? Weil das ist richtig geil, ansonsten würden wir den zweiten nehmen. Ja, weißt du, wie das heißt? Weiß nicht, geizige. Nee, sag mal, geizige ja. Emma. Ich hab grad schon welche bekommen. Ah, das ist das nette Wort, was du kennst, okay. Ja. Jetzt kommst du. Nee, ich sag's nicht. Nein, ich sag's nicht. Ja, wir ein bisschen was. Machst du Video? Ja. Echt jetzt? Ja. Bin ich schon live? Du bist live aus dem Studio. Hier in der Fuerteventura. Ich habe ein bisschen was abgestaubt. Ich bin richtig glücklich und jetzt trage ich meine Beute, meinen Schatz in mein geheimes Versteck. Und dann hieß es Abschied nehmen. Zuerst wurde Dojo zu seinem neuen Besitzer gefahren. Ciao! Ciao Dojo! Ja, wir haben jetzt gerade Frühstück vorbereitet. Was hast du denn jetzt schon gefilmt, dass Dojo weggefahren ist? Ja, das hat man gerade gesehen. Genau, und Luna ist ja jetzt wohnungslos. Und aber jetzt haben wir hier was Schönes vorbereitet, für Luna natürlich mit Frühstück vorbereitet. Und jetzt setzen wir uns raus gemütlich, gucken Germany's Next Topmodel zusammen.
Mädels wollen noch einen schönen Morgen mit Germany's Next Topmodel, so ein bisschen Mädchenkram, damit man auf andere Gedanken kommt. Und dazu Frühstück. Ja, das stopft die Trauer. Ja. So, das war's jetzt. Wir haben jetzt alle Sachen von Luna und Robin, die sie gestern nicht verschenkt haben, weil sie die selber brauchen, bei uns in den Van reingepackt. Und fahren jetzt zum Hafen nach Morro Hable im Süden Fuerteventuras. Dort geht morgen die Fähre und wir werden da jetzt mit dem ganzen Camp hinfahren, werden nochmal einen schönen Abend mit beiden verbringen. Die zwei dürfen sich den Van von Luca ausleihen, der nämlich auf sein Boot zurücksegeln wird und deswegen kommt ihm das ganz gelegen, dass jemand seinen Van nach Deutschland bringt. Plötzlich waren die zwei auf der Fähre. Das ist jetzt mittlerweile schon eine Woche her. In der Zeit haben wir miteinander telefoniert. Robin hat Geburtstag gefeiert. Wir haben ein bisschen per Videocall miteinander gesprochen. Aber die Zeit vergeht verdammt schnell und wir hoffen, dass wir beide, so wie alle anderen auch, im nächsten Winter hier auf den Kanaren wiedersehen oder irgendwo anders auf der Strecke. Auf jeden Fall war das eine bombastische, schöne Zeit. Und kurze Zeit nachdem dieses Video online geht, werden wir die Kanaren auch verlassen. Wir nehmen die Fähre aufs Festland und unser kleines Zuhause hat ein paar rostige Stellen und auch ein paar andere Ecken, die unbedingt repariert werden müssen. Und das machen wir in Spanien. Dazu aber mehr in unserem nächsten Video. Zum Ende möchte ich euch noch was ganz Wichtiges mitgeben. Und zwar hört sich jetzt gerade komisch an, aber schaltet öfter mal eure Monitore aus. Ich weiß, ich rede gerade in eine Kamera und du siehst mich auf einem Bildschirm, aber die Welt da draußen ist nicht die, wie wir sie in unseren Monitoren sehen, sondern sie liegt vor unseren Füßen, vor unserer Haustür und wir müssen einfach nur rausgehen und sie entdecken. Melli und ich, wir sind selbst sehr lange per Anhalte unterwegs gewesen, einfach Daumen raus und wir saßen in so vielen verschiedenen Autos. 18 Autos, aber keiner wollte uns mitnehmen. Und jetzt wird's gleich dunkel. Also Plan B. Oh, da kommt ein Auto. Halt mal. Mal schauen. Okay. Ja? Und haben nur gute Menschen getroffen. Und dabei war es völlig egal, welcher Religion sie angehören oder aus welcher Kultur sie kamen. Selbst wenn wir nicht dieselbe Sprache gesprochen hatten, haben wir sehr, sehr, sehr viel Gastfreundschaft erfahren dürfen. Schlechte Menschen gibt es natürlich auch, aber die sind selten. Die guten Menschen sind in der Überzahl. Also trau dich gut zu sein und in diesem Sinne bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao. Zu einer Kamera. Nochmal. Fünfter Versuch. Und was ist das, was du da machst? Ich muss jetzt nicht filmen. Sieht ja aus wie ein kleines Kondom. Aber es ist meine Klettenmaschine. Was ist los? Ja, nichts Besonderes. Verkauft. Verkauft jetzt? Echt jetzt? Ja, wie geil ist denn das, Junge? Sollte schon, aber ich muss gleich nochmal antworten und nochmal mit dem ein bisschen quatschen. Okay. Aber wahrscheinlich hat du endlich einen neuen Besitzer. Ausgerechnet in unserer letzten Woche hagelt's. Halleluja, da kommt's aber ganz schön runter hier. Wow. Also vor 2 Minuten hat hier noch die Sonne geschienen. Guckt euch das mal an. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Ja. 10 nackte Friseur. Das ist Daily Business. Das ist Daily Business.
Ich habe eins Fragen. Eins? Was machen Sie für mexikanische Nacht? Guacamole. Warum fragen ihn? Du musst fragen mich. Ich bin Kamera, ich frage niemanden. Hallo? Keiner zu Hause? Oh, das werde ich vermissen. Den leckeren Geruch aus Dojo. Ja. Kannst du jetzt überlegen, ob du das reinsteckst, drin lassen willst oder rausschneiden?